Hi und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video von mir. Heute habe ich wieder eine Full-Face First Impression für euch. Ich habe euch auf Instagram abstimmen lassen, was ihr lieber sehen wollt als nächstes Video. Eine Full-Face mit komplett neuen Produkten, also Gesicht neu, oder ein Full-Face mit Natasha Denona Produkten. Und ich hätte ehrlich gesagt gedacht, dass die Abstimmung ein bisschen knapper ausgeht. Aber das ist sehr eindeutig ausgefallen. Die große Mehrheit von euch wollte wirklich ein Full-Face New Products Video sehen sozusagen. Und das drehen wir heute. Ich habe nicht komplett aus jeder Kategorie neue Produkte, muss ich tatsächlich gestehen. Also ich habe keine neuen Augenbrauenprodukte, ich habe keine Wimperntusche, also Mascara, wobei ich das tatsächlich sehr selten neu habe. Aber Großteil ist neu, also Primer, Foundation, Concealer und so weiter. Also das heißt, das können wir alles zusammen testen und ich würde sagen, wir fangen jetzt direkt an. Eine Kleinigkeit habe ich noch als Problem, nämlich ich habe theoretisch also keine komplett neue Lidschattenmarke. Ich habe natürlich Paletten, die hier noch unbenutzt rumliegen, zwar von Marken, die ich schon theoretisch kenne. Naja, obwohl, Morphe habe ich noch gar nicht benutzt. Jedenfalls liegen jetzt hier hinter mir drei Paletten zur Auswahl. Nämlich einmal die Pat McGrath Palette, das ist die Mothership 5. Dann habe ich die Nabla Poison Garden und die Morphe und James Charles Palette und ich weiß gerade irgendwie nicht so richtig, worauf ich Lust habe. Also ich werde mich im Laufe des Videos noch dafür entscheiden, welche Palette ich heute benutze. Eigentlich wäre es mal Zeit für die Morphe, aber irgendwie, ich weiß auch nicht, habe ich gerade bisschen Entscheidungsschwierigkeiten. Egal, wir starten jetzt erstmal in der Zwischenzeit mit der Base und da fange ich wie immer an mit Primer. Und da habe ich einen Primer von einer bisher noch kleinen Firma, einem kleinen Unternehmen, was jetzt noch nicht so super bekannt ist, was sich aber vielleicht ändern wird, je nachdem, wie gut der Primer jetzt ist. Weil was man gut findet, empfiehlt man natürlich auch weiter und so kann eine Firma dann auch gut wachsen. Jedenfalls ist das die Marke Ho Cosmetics. Ja, also zu Deutsch steht dort HAU. Ihr könnt es wahrscheinlich in der Kamera lesen. Ich weiß nicht genau, wie man das ausspricht, aber ja, letztendlich geht es ja auch nicht unbedingt darum. Ich bin da immer so ein bisschen trottelig. Das ist so ein richtig, richtig schöner Glasflakon. Ich habe euch den auch schon auf Instagram gezeigt. Der ist richtig, richtig schön. Also allein für die Verpackung gibt es schon mal 10 Punkte, weil ich den echt schön finde. Man hat einfach wirklich das Gefühl, dass man ein sehr, sehr edles Produkt in der Hand hat und nicht irgendwie so einen billigen, dahingeklatschten Plastikprimer. Sondern halt wirklich auch jemand sich Mühe gegeben hat mit der Verpackung. Und letztendlich ist das ein Illuminating Primer, also es heißt auch Pearl Shine Elixir. Und ich bin sehr gespannt. Ich gucke mal ganz kurz. Es ist natürlich parabenfrei, silikonölfrei und paraffinölfrei. Und ich gucke mal, ob hier noch irgendwas Spannendes für uns draufsteht. Bestens geeignet als Primer vor der Make-up-Anwendung natürlich. Und ansonsten, ja, Hautpflegeserum für attraktive Ausstrahlung vor Gebrauch gut schütteln. Ja, okay, gut, dann schütteln wir mal und dann benutzen wir es. Ui, es ist weiß. Damit hätte ich gar nicht gerechnet, ehrlich gesagt. Ich hätte irgendwie fast gedacht, es ist lila. Aufgrund der Verpackung natürlich. Ja, es ist so eine milchig-weiße Konsistenz. Und das ist auf jeden Fall auch dickflüssiger, als ich dachte. Also ich hätte irgendwie damit gerechnet, dass es viel, viel dünnere Konsistenz hat. Gebe mir jetzt erstmal ganz kurz hier zwei Tropfen hin. So Instagram-mäßig. Na gut, ich will es jetzt nicht nochmal anfassen. Machen wir hier gleich mal weiter. Sieht aus, als hätte ich in der Küche wie gebacken und hätte so den Teig in der Schüssel gehabt und wäre dann mit dem Rührgerät rangegangen und das wäre mir voll ins Gesicht gespritzt. Aber okay. Wow, ich sehe das sofort schon im Spiegel, dass das so einen schönen Schein hat. Also richtig, richtig, richtig cool. Es riecht auch sehr angenehm. Ich mag ja, wenn Sachen einen schönen Geruch haben, also so geruchlose Sachen finde ich irgendwie langweilig. Ich mag das eigentlich, wenn die ein bisschen riechen und der riecht sehr gut. Ja, gefällt mir. Konsistenz war überraschend, aber hat mir gut gefallen, hat sich auch gut einarbeiten lassen. Es hat so einen ganz, ganz leichten, lilanen, bläulichen Shift. Also wenn ich das jetzt im Spiegel sehe und ich weiß nicht, ob ihr das an der Kamera gut sehen könnt, es schimmert so ganz, ganz leicht bläulich, aber das finde ich überhaupt nicht schlimm. Letztendlich, wenn ich an meinen Becker Primer denke, den First Light Priming Filter, der ist ja auch lila, einfach um das Hautbild so ein bisschen zu erfrischen und aufzuwecken. Und insofern kann das sein, dass obwohl die jetzt eigentlich auf den ersten Blick das Weiß war, das quasi absichtlich jetzt so gemacht wurde. Das finde ich mega schön. Ihr könnt vielleicht auch sehen, den Glow, den ich jetzt gerade habe. Das wird mit Sicherheit einen Großteil verlieren, je nachdem, welche Foundation man drüber gibt, wie deckend die ist.
Aber finde ich gerade schon mal mega, mega schön. Und es ist jetzt auch so gut eingezogen, dass es noch so ein bisschen klebriges Gefühl hat. Aber für mich total ideal, weil sowas mag ich ja. Darauf sitzt die Foundation dann meist richtig gut. Als Foundation habe ich dann von Bare Minerals die Complexion Rescue Tinted Hydrating Gel Cream in der Farbe 01 Opal. Die habe ich mir letztes Jahr schon im November gekauft zum Black Friday oder während des Black Friday, damit ich halt ein paar Rabatte bekomme. Und seitdem liegt sie tatsächlich unangetastet hier rum, was unter anderem damit zu tun hatte, dass ich ja über Weihnachten fast einen Monat lang nicht gefilmt habe und mich auch in der Zeit eigentlich so gut wie gar nicht geschminkt habe. Und im Januar jetzt auch schon wieder oder Februar jetzt auch schon wieder so viel Stress auf Arbeit hatte, dass ich einfach nicht dazu komme, so schön viele neue Produkte zu testen. Das ärgert mich auch selber. Aber da ist es natürlich dann wieder ganz gut, dass ich jetzt das Video drehe. Wo soll dieser Satz hinführen? Ja, ich bin sehr gespannt, ob die Farbe zu mir passt. Da war ich mir nicht ganz so sicher. Es sah auf den Fotos relativ dunkel aus. Also dunkel für eine helle Foundation trotzdem. Bin auf jeden Fall super gespannt, wie die Foundation sein wird, da ich schon so viel Gutes darüber gehört habe eigentlich für trockene Haut. Drücken wir jetzt erstmal hier so ein bisschen was hin. Es hat auf jeden Fall eine relativ feste Textur und es könnte von der Farbe her passen. Ich hätte gar nicht gedacht, dass die so rosa ist. Ja, wir werden sehen letztendlich. Ich frage mich gerade, warum ich mir das auf den Handrücken gemacht habe, aber gut. Ja, ich möchte gerne eine Seite mit meinem Schwämmchen auftragen, ganz normal, und die andere Seite möchte ich auftragen mit meinem It Cosmetics Pinsel, weil von dem bin ich nach wie vor noch sehr begeistert und gebe mir das jetzt hier einfach mal so hin. Ich weiß nicht, wie deckend das ist, deswegen belassen wir es jetzt erstmal dabei und ich möchte als erstes das Schwämmchen benutzen. Es hat eine super merkwürdige Konsistenz, es ist super, super mußig so. Also sie ist nicht fest, sie ist nicht flüssig, es ist einfach wie Mousse au Chocolat. Gut, wobei Mousse au Chocolat manchmal auch schon relativ fest ist, je nachdem wie gut es ist. Ihr wisst hoffentlich, was ich meine, es fühlt sich einfach komisch an, die Konsistenz, aber gefällt mir total gut. Es ist halt so cremig irgendwie. Ja, die erste Schicht ist auf jeden Fall drauf. Ihr seht, es hat eine sehr leichte Deckkraft. Man sieht immer noch meine Rötungen durch. Ich sehe hier an der Seite so ein bisschen noch die Äderchen durch, die man ja bei mir hier sehr stark sieht. Meine Augenringe sind nicht ganz abgedeckt, aber letztendlich ist das für mich eigentlich ein guter Start, weil sowas mag ich ja ganz gerne. Ich gehe hier sowieso immer noch mal rüber an der Stelle und gehe dann hier auch noch mal so ein bisschen über die Stellen, wo es mir halt zu wenig Deckkraft ist. Bin gespannt, ob gleich das mit dem Pinsel wird wahrscheinlich noch ein bisschen besseres Ergebnis dann werden von der Deckkraft her. Ja, ich habe ja an der Augenbraue so eine ganz, ganz trockene Stelle, die ist natürlich jetzt trotzdem betont. Also ich glaube nicht, dass es irgendwas gibt, was da jetzt hilft, sozusagen. Da könnte ich, ist eigentlich egal, welche Foundation ich dahin schmiere. Das bleibt da alles dran hängen aktuell. Ja, gucken wir mal, wie das jetzt mit dem Pinsel hier wird. Das Ergebnis dann ein bisschen besser ist oder nicht oder schlechter oder whatever. Ja, auch hier muss ich nochmal über die Stelle an der Wange drüber gehen, weil es einfach nicht genug Deckkraft an der Stelle ist. Insgesamt gefällt mir die Foundation aber wirklich sehr, sehr gut. Also ich habe jetzt nichts Schlechtes drüber zu sagen. Sie verbindet sich gut mit meiner Haut. Ist es jetzt die weltbeste Foundation, die ich jemals getestet habe? Nein, aber ich finde sie wirklich, wirklich gut. Muss man letztendlich noch öfter testen, ist klar. Aber erster Eindruck ist schon mal gut und ich habe irgendwie gerade das Gefühl, dass mir die Seite mit dem Pinsel tatsächlich ein bisschen besser gefällt. Ich weiß nicht, woran es liegt, aber irgendwie fügt sich da das Hautbild ein bisschen schöner zusammen einfach. Ich habe immer noch das Gefühl, liegt vielleicht aber auch an der Lampe, dass von dem Pearl Shine Elixir noch so ein bisschen was durchschimmert. Also, dass einfach so ein schönes Illuminating-Ergebnis trotzdem bleibt. Es ist halt aber auch eine leichte Deckkraft jetzt bei der Foundation. Denk mal, das ist da auch sehr, sehr hilfreich. Dann habe ich einen neuen Concealer und zwar von Jouer Cosmetics, den Essential High Coverage Liquid Concealer mit Hyaluronic Acid und ich habe die Farbe Snow gewählt, die wohl extrem hell sein soll und ich habe einfach aus Prinzip die hellste Farbe genommen,
und habe jetzt so ein bisschen Angst, dass sie mir zu hell sein wird. Ich mag das sehr, wenn es unter den Augen ein bisschen gehighlightet wird. Das mag ich sehr, sehr gerne. Aber komplett weiß ist dann vielleicht doch so ein kleines bisschen zu hell. Aber wir werden das herausfinden. Hyaluronic Acid ist für mich immer sehr, sehr gut, weil ich natürlich eine trockene Unteraugenregion habe. Mein ganzes Gesicht ist trocken, machen wir uns nichts vor. Da hilft sowas hoffentlich ein bisschen mehr, dass das nicht so schnell austrocknet. Oder ist er ja von der Konsistenz her auch ein bisschen pastiger, als ich gedacht hätte. Okay, ist schon ein bisschen viel. Wir werden sehen, ob das passt oder nicht. Ja, die Farbe ist hell tatsächlich, aber es ist noch im Rahmen des Möglichen, finde ich. Ja, der Unteraugenbereich ist auf jeden Fall gehighlightet, aber es ist jetzt nicht so, dass ich denke, es ist zu krass. Also vor allem, wenn dann nachher das komplette Gesicht sitzt mit Bronzer, Blush und so weiter, dann fällt das wahrscheinlich eh nicht mehr auf. Also die Farbe ist schon sehr, sehr hell, ihr müsst schon sehr blass sein, aber es ist okay. Also es ist mir nicht zu hell. Alles in allem hat er sich auch gut einarbeiten lassen, der Concealer, aber ob der wirklich gut ist, sieht man ja sowieso im Verlauf erst des Tragens. Also kann ich ja jetzt nicht sofort sagen, das muss man halt eine Weile testen und ich denke, ich werde den Concealer jetzt in den nächsten Tagen auf Arbeit öfter mal benutzen und vielleicht wirklich mal gucken, ob der in die Fältchen rutscht, ob der doll austrocknet, also mehr als andere Concealer quasi. Ich habe tatsächlich kein neues Puder, deswegen benutze ich jetzt einfach mal schnell von Natasha Denona mein Invisible HD Face Powder und werde jetzt die empfindlichen Stellen meines Gesichtes, die zum Creasen neigen, setten, also sprich die Unteraugenregion und ja, dann sehen wir uns gleich wieder. Bronzer habe ich auch neu und zwar von Tarte, da habe ich mir den Park Avenue Princess Bronzer gekauft. Ja, Park Avenue Princess heißt ja einfach nur, es ist ein matter Waterproof Bronzer. Oh, irgendwie tränt mein Auge gerade. Ich habe mir gerade mit dem Pinsel irgendwie so ein bisschen ins Auge gestochen beim Abpudern und jetzt tränt es total. Ich hoffe, es ruiniert mir jetzt hier nicht das Video. Ja, ist egal, wir lassen uns jetzt nicht beirren und versuchen weiterzumachen. Der Bronzer hat mich jedenfalls schon sehr, sehr lange interessiert, weil ich den irgendwie auf Fotos immer so schön fand. So sieht das gute Stück aus. Der ist auch relativ häufig mal in irgendwelchen Paletten von Tarte drin, also in Gesichtspaletten. Und ich bin sehr gespannt, ob die Farbe für mich passt. Sie sieht auf den ersten Blick sehr gut aus. Also gefällt mir extrem gut gerade, muss ich sagen. Ich hätte fast Angst gehabt, dass sie ein bisschen zu dunkel ist, aber so im Pan sieht sie jetzt nicht zu dunkel aus. Und sie sieht vor allem auch nicht so orangestichig aus, was ich ja auch immer nicht leiden kann. Gucken wir mal. Dafür fühlt sie sich relativ hart an, also hart gepresst. Wobei, nee, geht eigentlich. Ja, schaut euch das an. Ist auf jeden Fall ein sehr, sehr heller Bronzer und ich denke, das wird ganz gut zu meiner blassen Haut passen. Wir testen es auf jeden Fall. Und ich nehme wie immer von Smith Cosmetics meinen 118 Pinsel und gehe hier dann einfach so rein. Den habe ich heute Morgen das erste Mal wieder nach dem Waschen benutzt. Okay, ich darf nicht so übertreiben. Der fühlte sich gerade bloß so hart gepresst an. Aber man muss gar nicht so doll rein, um Produkt auf den Pinsel zu kriegen. Ja. Ist eine schöne Farbe, ist eine tragbare Farbe für mich und was soll ich dazu mehr sagen? Gefällt mir richtig gut gerade. Ich bin auf jeden Fall gerade positiv angetan von dem Park Avenue Princess Bronzer. Der gefällt mir richtig, richtig gut. Könnte auf jeden Fall ein neuer Liebling werden. Blush teste ich jetzt mit euch dieses schöne Stück hier. Das ist der Butter Blush von Physicians Formula in der Farbe. Die hat auf jeden Fall einen Namen. Aber lasst mich jetzt mal schauen, wo das hier drauf steht. Wahrscheinlich auf dem Produkt selber. Wenn man es denn hier rauskriegt. In der Farbe Natural Glow. Und ich hatte euch ja schon in meinem Haul-Video. Ich glaube, die Verpackung ist kaputt. Nee. Die Verpackung finde ich immer mega billig. Sorry, aber hört ihr das? Wie es schon klappert, das ist dieses kleine Verschlussding hier. Das ist nicht kaputt. Also ich kriege es immer noch zu. Aber trotzdem hört sich es billig an. Der ist auf jeden Fall ein bisschen kleiner als der Butter Bronzer, jedenfalls wirkt das irgendwie für mich so. Ich glaube schon, ja. Und ich habe mir die Farbe anders vorgestellt. Was schaut mal, die ist total hell. Die hat einen schönen Glow auf jeden Fall, aber ich bezweifle, dass man davon irgendwas auf meinen Wangen sehen wird. Also wir testen es jetzt natürlich zusammen, aber ich bezweifle, dass man da viel sehen wird.
Also außer, dass man Glow sieht, sieht man eigentlich gar nichts. Das ist halt, ist für mich dann an der Stelle eigentlich kein Blush, sondern es ist eigentlich mehr so ein, entweder es ist ein Blush-Topper oder ihr könnt es vielleicht auch sogar als Highlighter sehen, je nachdem, weil so ein bisschen natürlichen Glow hat es auf jeden Fall. Aber Blush ist es für mich nicht. Dann benutzen wir einfach noch von Colourpop, habe ich hier einen Blush, den ich immer noch nicht eingepflanzt habe in das Pfännchen, sage ich jetzt mal. Mache ich jetzt mal schnell. Und zwar habe ich hier die Farbe Y, Hello. Und die finde ich eigentlich gerade ganz schön. Die werde ich mir jetzt noch so ein bisschen wenigstens an die Wange geben, wie auch immer, dass wir noch ein bisschen Farbe kriegen, weil der Glow ist zwar schön, aber das ist für mich, wie gesagt, ein Blush-Topper. Das ist kein Blush. Das ist an der Stelle dann irgendwie falsch verkauft. Blush sitzt jetzt im Pfännchen und lasst uns doch mal sehen, wie schön der ist. Der gefällt mir auf jeden Fall viel, viel besser. Da kommt halt auch wirklich Farbe dann an. Ich gehe nochmal so ein bisschen mit meinem Puderpinsel drüber, um das miteinander zu verbinden. Aber die Base gefällt mir jetzt sehr, sehr gut. Ich finde den Blush wirklich schön. Ich gebe, glaube ich, nochmal ein bisschen was von dem Blush-Topper drüber. Weil so die Kombination hat mir jetzt gerade eigentlich echt ganz gut gefallen. Aber wie gesagt, als alleiniger Blush ist das halt echt nicht geeignet. Das ist, dürft ihr euch nicht so vorstellen. Da ist Blush an der Stelle irgendwie wirklich falsch betitelt. Wenn wir jetzt ja schon so schön zusammensitzen, dann machen wir jetzt auch gleich weiter noch mit dem Highlighter. Der einzige neue Highlighter, den ich habe, meine ich jedenfalls, ist der Supreme Frost von Jeffree Star in der Farbe Snow Globe. Der liegt auch schon 100 Jahre bei mir rum und ich habe ihn immer noch nicht getestet. Und das ist ja irgendwie diese Hybrid-Blush, das ist ja wie so eine Hybrid-Textur. Bin ich jetzt auf jeden Fall sehr gespannt, wie der sich gleich macht und wie der aussehen wird. Und ich nehme dafür meinen geliebten Anastasia Beverly Hills Pinsel Nummer A23. Sieht ganz schön aus, ist natürlich sehr glitzerig, so wie ich das sehe. Sind total viele so Glitzer. Krümelchen, aber mit dem Rest vom Gesicht verbindet sich jetzt eigentlich ganz gut, sodass es nicht nur glitzert. Was sagt ihr? Wie findet ihr es? Ich finde den eigentlich ganz hübsch. Wie gesagt, im Pfännchen. Ich sehe jetzt hier am Rand total viele so kleine Glitzerkrümel. Ich sehe das halt natürlich nicht in der Kamera. Ich sehe es nur im Spiegel. Ja, beim genauen Hingucken sehe ich die auf jeden Fall. Sowas mag ich jetzt nicht so doll. Aber ich finde es irgendwie im Gesamtbild trotzdem ganz hübsch. Er ist ein bisschen gelbstichiger, als ich dachte. Also ich dachte irgendwie, der ist ein bisschen noch, ja, wie soll ich das beschreiben? Halt so ein bisschen nicht so warmgelb, sondern so ein bisschen kühler und heller. Also mehr so Champagner. Nee, nicht Champagner. Mehr so Prosecco-Farben halt. Ich weiß nicht. Also die Farbe auf dem Gesicht ist ein bisschen anders, als ich mir erwartet hatte. Das gefällt mir nicht so gut. Aber ansonsten finde ich den eigentlich aktuell so auf den ersten Blick ganz hübsch. Dann mache ich jetzt schnell die Augenbrauen und dann können wir noch die Augen machen. Ich habe mich immer noch nicht für eine Palette entschieden. Ich habe mich jetzt übrigens für die Mothership-Palette entschieden. Ich bin immer noch nicht so richtig überzeugt davon, die jetzt zu benutzen, bin ich immer noch nicht. Ich bin immer noch sehr unentschlossen, aber ich werde es jetzt einfach tun. Letztendlich, mich haben schon einige von euch gefragt, wann ich die endlich mal benutze und ob ich da endlich mal ein Video drüber drehe. Ja, es ist immer noch geplant, es tut mir auch leid, aber wie gesagt, in letzter Zeit komme ich nicht so gut zum Filmen. Deswegen benutzen wir die wenigstens jetzt, denn sie ist noch komplett unbenutzt. Und als erstes werde ich natürlich diese schöne Farbe hier benutzen. Das ist eine sehr schöne Übergangsfarbe. Tatsächlich ein bisschen dunkel dafür eigentlich, aber ich werde sie jetzt trotzdem benutzen. Und bin sehr gespannt, wie das jetzt hier wird. Ich habe ja in meinem, in meinem letzten Fullface First Impression Video habe ich auch eine Pat McGrath Palette benutzt, nämlich die Dark Bronze, glaube ich, diese blaue. Aber das ist halt immer auch noch bis heute das erste und einzige Mal, dass ich Pat McGrath Paletten benutzt habe, obwohl ich ja jetzt mittlerweile schon einige hier habe. Ich weiß nicht, ich drücke mich da immer so ein bisschen vor. Ich habe da wirklich Angst gehabt vor, muss ich ehrlich sagen. Was halt daran liegt, die Paletten sind halt schön, die gefallen mir optisch total und viele, viele, viele von euch finden die halt wirklich, wirklich gut. Man hört so viel Gutes über die Qualität. Und da ist man natürlich dann in so einer Erwartungshaltung und hat halt auch Angst, enttäuscht zu werden. Und hat halt auch Angst, was ist, wenn ich die ausgerechnet scheiße finde.
letztendlich hoffe ich jetzt einfach mal nicht, dass das begründet ist, die Angst, sondern dass es einfach ja letztendlich so wird wie bei euch, die ihr Pat McGrath total feiert. Weil jetzt das, also die erste Farbe hier aus der Palette finde ich jetzt sehr gut. Aber diese Restangst bleibt irgendwie immer noch. Und deswegen hatte ich so ein bisschen Bammel, die zu benutzen. Aber wie man jetzt schon in der ersten Farbe sehen kann, die ließ sich eigentlich sehr gut verblenden. Ich hatte bloß hier im Innenwinkel gerade so ein bisschen Probleme, aber es lag auch daran, dass mein Auge ja getränt hat und das dann so ein bisschen feucht hier war. Aber ansonsten, die anderen Stellen haben sich jetzt sehr gut verblenden lassen, die Ecken und Kanten und whatever. Jetzt werde ich benutzen diesen dunklen Braunton hier unten und ich werde jetzt übrigens meinen allerersten Augenpinsel von Wayne Goss benutzen. Das ist die Nummer 18. Ich hoffe, das klappt, aber irgendwie fühlt er sich dafür ganz gut geeignet an. Das ist nämlich ein sehr, sehr dunkler Farbton. Das wäre jetzt doof. Ja, I like. Also ich bin mir ziemlich sicher, wenn ich den Pinsel das erste Mal wasche, wird der wahrscheinlich seine Form verlieren, weil der ist... Der sieht, wenn man ihn von vorne anguckt, sieht er genauso aus, von der Art her, wie der MAC 227. Ist es der 227? Nein, 217. Moment. Es ist natürlich abgerubbelt von meinem Pinsel. Ich bin mir ziemlich sicher, es ist der MAC 217. Jedenfalls sieht er genauso aus, aber der ist so viel flacher. Der ist hier vorne richtig spitz eigentlich, wie so ein ganz platter Pinsel halt. Und dadurch kann man hier eigentlich gerade sehr, sehr gut in die Ecke sozusagen rein, in die Lidfalte. Bin mir aber, wie gesagt, ziemlich sicher, dass das mit dem nächsten Waschen dann wahrscheinlich an Form verliert. Ich habe gerade mal drei Farben aus der Palette geswatcht. Natürlich die mit der Formulierung, die ich noch nicht kenne, also... Ganz hier unten, der hier oben und der daneben, die haben auch eine sehr, sehr komische Formulierung. Also die fühlen sich richtig so glitzerig an, wenn man reinfasst, sehen aber total schön aus. Das ist hier dieser ganz helle Weiße unten, der hat so einen grünen Shift. Dann ist der hier so richtig Duochrome, je nachdem wie das Licht drauf fällt, wirkt der irgendwie grünlich, irgendwie wirkt er auch rosa. Und der in der Mitte ist halt ja so ein Bronze-Rosa. Also so ein Roségold, sage ich jetzt einfach mal. Also mega, mega schön. Ich swatch den mal hier auf dem Handrücken, dass ich sehe, wie sich die Formulierung verhält. Die fühlen sich total schier an, aber es sind alles drei total interessante Farben. Und ich überlege halt gerade, welchen ich jetzt auf mein Augenlid gebe. Und vor allem, ich weiß halt auch gar nicht, ob die deckend genug sind. Aber die sehen so wahnsinnig interessant aus. Schaut euch das doch mal an. Also ich habe mich jetzt für die verrückte Farbe entschieden, in Anführungszeichen, also diesen Duochrome-Ton hier, je nachdem wie der Lichteinfall ist. Könnt ihr sehen, jetzt ist er grün, jetzt ist es so ein bisschen rosé, braun, wie auch immer, lila. Und ich werde es erstmal probieren mit meinem MAC 242S. Ich habe mich mit der Formulierung von ihr noch überhaupt nicht auseinandergesetzt. Ich weiß überhaupt nicht, ob das jetzt funktioniert oder nicht. Der andere logische Schritt wäre Fix Plus oder Finger. Also das sind die Optionen, die ich jetzt hier durchgehen werde. Aber wir versuchen es natürlich erstmal mit dem 242. Ja. Funktioniert doch aber schon mal ganz gut. Das ist halt wirklich eine dünne Formulierung, also eine dünne Textur. Ist das eine geile Farbe, ey, krass. Leute, gefällt mir richtig, richtig gut. Nichtsdestotrotz werde ich jetzt mal Fix Plus benutzen. Ihr wisst, dass ich es eigentlich immer testen will, um einfach zu sehen, wie sich das jetzt nochmal da drüber verhält. Und zu gucken, ob das jetzt noch mal ein bisschen... schöner dadurch rauskommt. Ich kann nicht sprechen und schminken gleichzeitig. Ja, wird natürlich noch mal intensiver dann dadurch, aber gefällt mir auch ohne eigentlich schon wahnsinnig gut. Wird natürlich jetzt hier noch mal ein bisschen drüber gehen müssen über die Ecken, dass sich das hier ein bisschen wieder besser miteinander verblendet. Und auf der anderen Seite werde ich jetzt trotzdem mal meinen kleinen Finger versuchen, weil ich einfach sehen möchte, wie unterschiedlich der Auftrag ist mit dem Finger.
Weil so aktuell hat es mir natürlich mit dem Pinsel gut gefallen, aber mit Fix Plus ist es natürlich immer noch mal ein bisschen intensiver. Aber lasst uns mal sehen, wie jetzt der Finger sich macht. Ich mag Finger eigentlich nicht so gerne benutzen, weil es halt unpräzise ist. Aber es funktioniert ähnlich wie Fix Plus. Also letztendlich hat es eigentlich die gleiche Wirkung. Es ist eine super interessante Formulierung. Fühlt sich richtig sandig an so. Aber auf dem Auge sieht man davon irgendwie nicht viel. Also es ist nicht irgendwie total krümelig, glitzerig. Natürlich habe ich hier Fallout. Also machen wir uns nichts vor. Hier liegt jetzt einiges an Glitzer. Heißt, das wäre, wenn ihr wirklich rausgehen wollt, müsst ihr euch entweder Shadow Shields hinkleben oder Puder drunter geben und das dann wegwischen. Oder eben die Augen am Schluss machen. Aber trotzdem, also ich bin gerade echt überrascht von der Formulierung halt. Den Farbton hier ganz unten, was auch so eine komische Formulierung ist, den möchte ich mir jetzt noch in den Inner Corner Highlighter, als Inner Corner Highlighter setzen. Den sprühe ich auch mal direkt an. Und gebe mir den jetzt hier hin. What? Der sieht ganz anders aus, als ich dachte. Das ist ein richtiger Transformer hier gerade. Ich kann es nicht anders beschreiben. Der sieht im Pan, wenn ich jetzt gerade raufgucke, so wie er da ist, sieht der richtig so mondfarben aus. Also er sieht so leicht gelblich aus, weiß, aber irgendwie auch sehr bläulich. Und wenn ich den jetzt hier in den Augenwinkel gebe, ist der komplett Gold. Dann ist der komplett Gelbgold. Dann ist es Sonne. Sonne und Mond. Das ist... What? Ja, ich möchte jetzt noch diesen lilanen Ton mir hier unten an den Augenkranz geben. Ich weiß nicht, ob das gut aussehen wird, aber irgendwie habe ich Lust drauf. Und dann haben wir noch diesen Ton hier, der relativ normal aussieht, also wie ein normaler Schimmerton. Und ich weiß nicht, ob das jetzt passt oder ob das zu krass ist, aber ich gebe mir den jetzt hier einfach noch unter die Augenbraue so als Highlighter. Nee, der ist sehr soft. Kann man machen, sieht man nicht so doll. So, ich habe jetzt noch Lippenstift aufgetragen. Ich wusste irgendwie nicht so richtig, welchen ich nehmen möchte und habe dann einfach zwei Rottöne gemischt von Pat McGrath, weil ich habe jetzt keinen neuen Lippenstift gehabt, den ich dafür jetzt hätte nehmen können, wollen, wie auch immer. Ich habe jetzt gerade off-camera noch ein, zwei getestet, aber irgendwie hat nichts dazu gepasst, deswegen lassen wir das jetzt so. Wimpern habe ich neue benutzt von House of Lashes im Style Natalia oder wie auch immer man das aussprechen will. Gefallen mir ehrlich gesagt nicht so. Also die sind total steif gewesen, die sind sehr... Man merkt einfach, dass es Plastik ist, die wirken dadurch auch total billig irgendwie. Und die haben sich auch nicht so richtig leicht ankleben lassen. Sicherlich wird das sich noch geben im Laufe der Zeit, je öfter man die benutzt, aber irgendwie gefällt mir der Style nicht so. Ich weiß nicht. I don't like. Ja, ansonsten sind wir fast fertig. Ich habe bloß noch ein Produkt, was ich beim letzten Full-Face-Make-up komplett vergessen habe, obwohl ich es da auch schon hatte und auch benutzen wollte. Und zwar ist das ein Setting Spray. Und zwar habe ich von Morphe das Continuous Setting Mist, was in aller Munde eigentlich ist, was viele, viele, auch große YouTuber, Kathleen Lights, Jacqueline Hill und so weiter, ich glaube auch Jeffree Star, die benutzen das jedenfalls und das soll sehr, sehr gut sein. Und wir benutzen das jetzt auch mal. Was halt an dem so cool sein soll, ist, dass man halt sprüht, sprüht, sprüht und man muss nicht immer wieder pumpen, sondern man drückt einmal rauf, so wie beim Haarspray und dann sprüht man sich das ins Gesicht. Und doch nochmal die Haare ein bisschen aus dem Weg. Man muss natürlich erstmal so Probe sprühen. Das riecht ganz angenehm. What the fuck? Es hat einen sehr feinen Nebel, aber am Ende habe ich wahrscheinlich nicht mehr so doll auf den Knopf gedrückt, also auf den Sprühknopf oder Sprühkopf. Und jedenfalls ist mir so ein richtiger Wasserstrahl hier an die Seite gespritzt. Also da muss man aufpassen, heißt, ihr müsst wirklich konstant drücken und dann ist das mit dem feinen Nebel auch richtig cool, muss ich ehrlich sagen, gefällt mir extrem gut. Aber das mit dem Wasserstrahl war natürlich jetzt scheiße am Ende. Das hat mir hier so ein bisschen...
die Haare nass gemacht und kann natürlich dann auch das, wenn es das Auge trifft, stell mal vor, dann das ganze Make-up, was du vorher aufgetragen hast, völlig für den Arsch. Ja, sprechen wir noch kurz darüber, wie das heutige Full-Face-Make-up sich entwickelt hat. Es gibt ein paar Produkte, die mich unglaublich doll begeistert haben und da möchte ich auch mal gleich mit anfangen. Mit dem allerersten Produkt, was wir zusammen benutzt haben, das ist das Ho Cosmetics. Ich spreche es jetzt einfach so aus. Schreibt mir in die Kommentare, falls ihr die Marke kennt und falls ich es falsch ausspreche. Das Ho Cosmetics Indigo Child Pearl Shine Elixir. Und das fand ich richtig, richtig toll. Das hat die Haut gut vorbereitet. Das hatte einen richtig schönen Glow. Es hatte so einen Illuminating Finish. Und es hat trotz der Foundation oder eben weil es so eine leicht deckende Foundation war, noch so ein bisschen durchgeschienen. Das fand ich mega, mega, mega. Und ich werde es jetzt die nächsten Tage intensiv noch weiter für euch testen. Ja, positiv fand ich natürlich auch die Foundation. Die hat sich jetzt bisher ganz gut geschlagen. Sie hat sich jetzt noch nicht weiter groß abgesetzt. Ich filme jetzt ja auch nicht mega lange. Also lasst das jetzt mal ins Insgesamt, ich habe zwischendurch eine Pause machen müssen, weil meine Kamera schon wieder ausgegangen ist, habe ich jetzt hier vielleicht 2 Stunden gesessen, sagen wir mal anderthalb. Insofern kann sich da jetzt nicht super, super viel ändern, aber ich finde die bisher gut. Auch die werde ich in den kommenden Wochen hoffentlich noch ein bisschen mehr für euch testen, dass ich euch da wirklich auch ein richtiges Ergebnis drüber sagen kann. Concealer sitzt übrigens auch noch gut, also hat sich auch nicht viel geändert. Richtig, richtig toll fand ich auch den Park Avenue Princess Bronzer. Also für Mädels mit heller Haut ist die Farbe auf jeden Fall geeignet. Ich fand sie schön, sie hat sich gut verteilen lassen oder auftragen, ausblenden, wie auch immer. Hat mich sehr, sehr, sehr begeistert. Nicht so gut, schiebe ich jetzt einfach mal dazwischen, fand ich den Blush von Physicians Formula. Als Blush-Topper finde ich ihn super, muss ich sagen. Hat mir eigentlich sehr gut gefallen, so das Ergebnis. Aber ich finde einfach die Bezeichnung Blush dann schade. Ich weiß nicht, ich hatte mir als Kunde beim Kauf was anderes erwartet. Ich bin einfach nur bei Douglas gewesen, habe die 3, 4, 5, 6 Farben da angeguckt, die es online gab. Und wollte eine Farbe, die ja einfach zu vielen Looks passt, die sehr natürlich aussieht und habe mir dann gedacht, Natural Glow klingt doch nach einer Farbe und auf dem Anzeigebild sah es einfach auch leicht rosa aus, aber da gibt eigentlich gar keine Farbe ab, außer so ein bisschen Glow. Und das hat mich einfach jetzt als Kunde enttäuscht, weil ich nicht darauf vorbereitet gewesen war, aber als Blush-Topper kann ich es mir wiederum vorstellen, in nächster Zeit öfter zu benutzen, weil genau das mag ich aktuell total gerne. Ich benutze auch derzeit wieder ganz oft Margin von MAC, falls ihr den kennt, der hat auch so einen schönen Sheen. Oder Luminoso von Milani. Also das sind alles so eine Glowy Blushes. Und deswegen, das passt eigentlich schon. Aber es hat mich einfach von der Art her so ein bisschen enttäuscht. Cool fand ich jetzt am Ende, wie gesagt, auch das Setting Spray. Also ja, muss man dann sehen, wie sich das weiter verhält. Das nächste Mal werde ich den Knopf weiter durchdrücken. Die Zeit im Sommer wird zeigen, ob es auch wirklich als Setting Spray geeignet ist. Ob es auch wirklich das Make-up in Form hält. Aber jetzt so vom ersten Eindruck her fand ich es sehr, sehr angenehm. Und natürlich richtig begeistert und ich verstehe gerade so ein bisschen meine ewige Angst vor dieser Palette nicht, hat mich natürlich die Pat McGrath Mothership 5 Palette. Die fand ich echt klasse. Also die matten Töne haben sich sehr, sehr leicht verblenden lassen. Ihr habt es gesehen, ich musste gar nicht so viel arbeiten. Es ist wenig Mühe für ein echt schönes Ergebnis, weil der Lidschatten gefällt mir richtig, richtig schön. Diese merkwürdige Formulierung ist einfach nur richtig cool. Also ich kann da nichts Schlechtes zu sagen. Es ist einfach nur Wahnsinn. Einfach nur schön. Das heißt natürlich auch, dass ich mich dann vielleicht doch mal hinsetzen werde demnächst und nochmal ein paar andere Looks mit der Palette schminken werde und vielleicht auch was für euch filmen werde, weil das ist jetzt irgendwie auch schon wieder längst überfällig. Ja, ihr Lieben, bevor dann wieder meine Stimme versagt, weil meine Nase ist schon komplett zu, ich spreche schon sehr nasal, also so klingt es für mich jedenfalls, bevor ich jetzt auch noch wieder anfange groß mit Husten, weil ich bin immer noch erkältet, werde ich jetzt auch aufhören und das Video beenden. Ja, schreibt mir gerne in die Kommentare, welche Produkte ihr aus dem Video toll fandet, ob ihr euch vielleicht noch über eine spezielle Review freuen würdet. Also ich kann mir natürlich denken, dass ihr hierzu ein Video sehen wollt. Das heißt, das müsst ihr nicht unbedingt kommentieren, das kann ich mir auf jeden Fall denken. Aber falls ihr noch irgendein anderes Produkt näher sehen wollt, eine Foundation Review oder wie auch immer, dann schreibt es mir auf jeden Fall in die Kommentare. Ich bin mir sicher, dass ihr vielleicht das ein oder andere Produkt in meinem nächsten Favoritenvideo wiederfinden werdet. Ich würde mich, wie gesagt, freuen über den Austausch in den Kommentaren. Ich hoffe ansonsten, euch hat das Video gefallen. Ihr gebt mir gerne einen Daumen nach oben und wir sehen uns beim nächsten Video. Bis dahin, macht's gut!